Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Create Sports, Ihrem Hockeyausstatter. Komm etwas näher an Herrn Krill ins Mikrofon. Ich glaube, erste Drittel kann man nicht viel besser spielen. Da wärt ihr fast gegen jedes Team der Liga mit einem positiven Ergebnis rausgegangen, oder? Ja, ich denke, das erste Drittel war wirklich eines unserer besseren in diesem Jahr. Gerade was den Aufbau anging. Sehr, sehr stark unterstützt worden von den Stürmern, die Verteidiger. Die Verteidiger haben den Kontakt genommen, haben die Scheiben schnell gespielt. Von daher waren wir auch sehr, sehr schnell aus der Zone raus. Und offensiv waren wir auch sehr zufrieden und dadurch natürlich dann auch die verdiente Führung. Wolltet ihr bewusst ein, zwei Gänge zurückschalten oder ist es so passiert? Nein, das ist eigentlich nie unsere Devise. Natürlich im letzten Drittel, wenn man eine größere Führung hat und weiß, man spielt in zwei Tagen wieder, dass man dann vielleicht das eine oder andere probiert, um nochmal ein paar Körnchen zu sparen. Aber das war mit Sicherheit nicht unser Auftrag, da zwei Gänge zurückzuschalten. Was ist dann passiert? Also wie erklärst du das zweite und das letzte Drittel im Unterschied? Tja, wenn man das wüsste, dann würde man das sehr wahrscheinlich nach 5, 6, 7 Minuten ganz schnell abstellen. Ich glaube, die zwei Strafen, die wir dann bekommen haben, die helfen auch nicht unbedingt. Wir hatten auch nicht mehr so diesen systematischen, fabelhaften Ablauf wie im ersten Drittel. Und von daher, ja, dann hast du auch diese Scheiben, die du brauchst vielleicht, für dich springen müssen, die hast du auch nicht. Und Krefeld hat dann auch weiter Druck gemacht. Ja. Also man darf das nicht verkennen. Die Jungs, die rammeln kräftigst und üben sehr, sehr viel Druck aus. Und wir haben uns davon so ein bisschen einlullen lassen, muss man sagen. Erlaubst du eigentlich deinem Goalie nach so zwei späten Treffern, dass er einen Schläger kaputt macht und du die Rechnung übernimmst, oder ist da Andi nicht der Typ dafür? Ich glaube, es ist für jeden Torhüter ärgerlich, wenn er weiß, dass er einen Shutout haben könnte heute. Und so wie wir uns dann auch dann verhalten haben am Ende, muss man sagen, hat die Mannschaft auch ein bisschen dazu beigetragen, dass dem dann nicht so war. Letztes, der Auftakt von Steve Whitney. Ja, ich denke, wir sehen einen Spieler, der schlittschuhläuferisch auf einem hohen Niveau ist. Es fällt schnell. Das ist ja auch das, was wir eigentlich noch hinzufügen wollten. Dieses schnelle Element, das wir gerade für unser Vorcheck Schnelligkeit hinzufügen können. Und ja, mit den Überzahlen und Unterzahlen hat er natürlich ein bisschen weniger Eiszeit gehabt, als wir uns vielleicht dann doch erwünscht hätten für ihn. Aber ich denke, es war ein gutes erstes Spiel, wo er auch darauf aufbauen kann. Ich bin wunderartig, dass ihr ihn zwischen Brody Sutter laufen lasst, also die beiden Mitglieder, weil ab April habt ihr dieses ja heute Abend ganz gut funktionierende Trio nicht mehr. Ja, ich meine, es gibt ja immer viel Diskussion, ihr sagt es wahrscheinlich auch, man muss diese Power-Reihe zusammenlassen, aber ich meine, wenn wir von Power sprechen, hatten wir davon auch nicht mehr ganz so viel in der Vergangenheit, sondern auch da hat es dann ein bisschen nachgelassen und man muss auch einfach mal ein bisschen was probieren. Und ich denke, der Sinn war natürlich, dass man einen Großen da auch in die Reihe reinstellt mit den zwei kleineren Spielern. Und normalerweise die zwei sollten eigentlich eine gute Chemie entwickeln über die nächsten Spiele. Ein Wort zu Ryan O'Connor. Er ist gerade rausgegangen mit dem Sandy, sah ziemlich lediert an der Nase aus. Nasenbeinbruch oder? Ich habe schon eine Kerze angezündet. Wir werden morgen mehr wissen. Okay.